nochmal einen Bus. Aber ein spezieller Style. Du bist jetzt ein der Offroad-Dämpfer. Weil wir über die Räder fahren. Und es ist schweinemäßig hoch. Nullbar, Rollbar, Lenkbar, abgelegt. Ja. Auf der Höhe, du fährst wenig Druck. Magst nichts, ne? Das ist gut, dass du alles mit dabei hast. Richtig vom Bus. Ich quatsch doch den ganzen Tag von der Pela, Junge. Dominik, wir haben uns schon eine Weile nicht gesehen, ne? Nee, eine Weile nicht, ne. Weil du bist aber schön braun geworden. Ist das doch auch eine dumme Anspielung? Nee, eigentlich nicht. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mhm. Heute machen wir mal einen Bus. Das ist zwar jetzt nichts Spezielles, aber für uns was Spezielles, weil wir was anderes machen. Aber ein spezieller Style. Ja, ein spezieller Style. Wir wollen einfach mal gucken, wie es funktioniert. Also wir fangen erst mal an. Wir fangen erst mal an, dass du überhaupt einen Bus hast. Genau. Wir haben ja schon eigentlich die ganze Zeit einen Bus. Also wir haben seit ein paar Jahren einen T5 als Karavelle, den wir jetzt hier für unsere Transporte und sowas alles nehmen. Den haben wir schon ewig. Der steht auch auf dem Luftfahrwerk. Hat auch schon extrem viele Kilometer gesehen und alles. Und das funktioniert bis jetzt bestens. Wobei ich sagen muss, da war der Fokus drauf gelegt, dass wir das Auto ablegen können. Jetzt machen wir uns mal komplett umgedreht. Wir haben uns jetzt noch ein T5 hatten wir vorher. Jetzt haben wir noch ein T6. Das heißt, ein bisschen Ausstattung drin als Multivan. Den hat man, ja, das habe ich eigentlich als Familienkarre geholt sozusagen, das Ding. Und ihr seht, hier ist schon ein bisschen was verändert. Und zwar haben wir jetzt aktuell einen Bierstein Ultralow-Fahrrad drin. Mhm. Und haben den auf 20 Zoll Räder gestellt. In dem Fall war es so gewesen, dass wir gesagt haben, oder ich wollte es einfach mal probieren, wie ein Offroad-Rad mit einer Straßenbereifung auf dem Ding aussieht. Ja. So. Ich finde das cool. Ich finde das auch geil. Wir haben den Bus geholt, da war es der hier gewesen. Und ich wollte eine Woche später in den Urlaub. Und wollte aber... Aber er selbst traut sich ja nicht serienmäßig rumzufahren. Ich wollte serienmäßig nicht fahren, weil ich mit meiner Familie nach Kroatien gefahren bin. und ich wollte serienmäßig eigentlich mit dem Auto nicht fahren. Deswegen haben wir von den Jungs von der Bahn auch einen Bierstein Ultralow gekriegt. Das heißt, wir haben das Auto schnell auf Gewinde gestellt, haben die Räder bestellt in 20 Zoll und noch einen zweiten Radsatz bestellt. Gehen wir jetzt gleich drauf ein. So, das Ziel war eigentlich gewesen, das Auto, wir wollen ja nicht nur den Nutzen haben, dass das Ding als Familienkiste fährt, sondern wir wollen ja, haben das Auto eigentlich auch dementsprechend geholt, dass wir euch ein bisschen was präsentieren können bei der ganzen Geschichte. Ich muss sagen, das Bierstein Ultralow hier, das fährt super in dem Auto. Wir fahren auch relativ knackig, wenn du ja, siehst. Ja, das also, ist schon. Also für statisch Bus mit Familie, Sack und Pack, also es war wirklich Feuerraum mit die Karre, mit Kühlbox, mit jedem Scheiß. Und damit sind wir losgedüst. Also das, wir sind jetzt mit dem Fahrwerk, ich denke mal, 3.500, 4.000 Kilometer gefahren. Boah. Ja, wir waren sportlich unterwegs. Ich würde es auch gerne so lassen, aber wir wollen euch ja was präsentieren und wollen ja was testen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Der Stil gefällt mir super, also wenn man sich so anguckt. Ja. Ja, ich fand auch die Räder ziemlich geil. Ich muss auch sagen, die Räder, die passen echt. Na, das war was anderes, ne? So, aber jetzt zum Thema. Was wir jetzt machen, ihr seht, hier liegt schon der Sitz draußen. Und hier wird ja schon ein bisschen was freigelegt. Wir bauen jetzt wieder ein Luftfahrwerk in das Auto ein. Aber wir bauen diesmal ein Luftfahrwerk ein, was eigentlich nicht nach unten geht, sondern was nach oben geht. Weil wir bauen das Ding jetzt auf den Offroad-Style. Thema ist, dass irgendwie, ich weiß nicht, ob du das auch schon mitgekriegt hast, dieser Offroad-Style bei Bussen, ob das jetzt Vito oder V-Klasse ist, ob das T5, ob das Crafter ist, gerade wie Sau, ne? Diesen Wohnmobil-Offroad-Modus. Das habe ich auch schon oft gesehen, bei so Mercedes-Sprintern oder ja, sowas. Ja, das ist wirklich krass, dass da wirklich viel ist, also viel Anfrage ist drauf und wir wollen natürlich dann dementsprechend auch was da haben, was wir auch präsentieren können. Und anbieten so. Können auch. Und auch anbieten können, genau. Ich habe mein Fahrwerk hier schon mal ausgepackt. Ich wollte gerade sagen, das muss ich erst mal klären, weil ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das Ding so, das ist der Stoßdämpfer, das ist der Stoßdämpfer, der reinkommt. Ja? Das ist jetzt ein normaler auch zum tiefer legen oder was? Oder ist das jetzt so ein komplett anderer Stoßdämpfer? Nee, das ist jetzt einer für die Höhe, also das ist jetzt ein der Offroad-Dämpfer. Achso. Wir haben doch vorne auch noch einen für Tieferlegung. Genau. Da. Es sieht grundsätzlich erstmal fast gleich aus, der Dämpfer. Ja. Mit dem Luftbalken, ich denke mal, die Kolbenstange wird länger sein. Vielleicht macht der mehr Hub oder sowas. Ja, und der Dämpfer vielleicht an sich, oder? Weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass der Dämpfer an sich ein bisschen länger ist. So, jetzt ist es aber so, wie soll ich das jetzt erklären? Ich will ja nicht nur Offroad fahren mit dem Ding. Also, jetzt kommt der witzige Punkt. Also, das Fahrwerk, das Luftfahrwerk ist eigentlich konzipiert, um das Auto wirklich einen extremen Hub zu verpassen. Jetzt kommt aber der Punkt, dass wir, weil wir wollen die Räder fahren. Das ist schon knackig. Wir haben jetzt quasi die gleiche Felge, die wir können die ja mal hier daneben rollen stellen. Wir haben jetzt die Felge. Hier haben wir jetzt eine 20 Zoll Felge drauf. Jetzt sind wir auf 18 Zoll gegangen. Mhm. Ja. So. Und der kommt da drauf. Mit dem Putzschreifen mit 255, 45, 18.
Und das sollte gerade noch so passen. Du musst mit Lenkanschlagbegrenzern arbeiten, also mit Lenkwinkelanschlägen. Die kriegst du gleich von den Jungs, wo wir die Räder ja haben, auch mit dazu. Da müssen wir eigentlich fast Ingo fragen, oder? Der ist ja ein Spezialist im Lenkwinkel. Ja, Spezialist in Lenkanschlagsbegrenzern. Ne? Ja. So, und das soll ohne Probleme funktionieren. Also ich sehe es zwar gerade auch nicht so, dass das funktioniert, aber gut. Kann man sich erstmal die werden schon wissen. Die werden schon wissen. Ich bin ja relativ wechselhaft. Ne? Ich finde es aber auch cool, so zu fahren. Jetzt haben wir zwei Sätze Räder. Machst du eine Seite so, eine Seite so? Nein, das nicht. Aber es kann natürlich sein, dass ich mal auf Street fahren will oder vielleicht auch mal sage, ich möchte auf... Also brauchst du eigentlich ein kleines Boxenstopp-Team im Bus mit, wenn du fährst? Nee, ich brauche kein Boxenstopp-Team. Jetzt kommt das, jetzt ist die Frage, wie tief geht das Auto Ach so. Mit den großen, also mit dem Luftfahrwerk? Also, man muss jetzt mal simulieren. Wir waren ja am Anfang, war es ja so gewesen, wenn wir die Busse abgelegt haben, standen wir ja wirklich felgenkantig hier. Ja. Mit dem Luftfahrwerk, wie vorne bei unserem. Mhm. Ja? Und vorne bist du auch fast bis an Kante gekommen. Jetzt ist das Luftfahrwerk natürlich für Offroad geeignet. Das heißt, ich stelle mir jetzt einfach mal vor, dass es dadurch natürlich auch nicht mehr so tief geht. Muss ja irgendwo herkommen. Klingt jetzt erstmal. Weil du hast ja noch einen Spacer zwischen und sowas. Das heißt, du verlierst ja Hub. Quatsch, nicht Hub, also ja, die Luftfunktion. Ja. Was jetzt geil wäre, wenn wir das so gebaut kriegen würden, dass wir erstens das Auto auf den Rädern fahren, mit einem gewissen Hub. Und wenn das Luftfahrwerk das hergeben würde, dass man theoretischerweise auch umschwenken könnte und auf den Rädern fahren können, wenigstens so circa auf der Höhe. Nicht abgelegt. Wenn der so fertig dasteht, also wenn das Luftfahrwerk das hergeben würde, einmal die Räder im Offroad-Modus fahren zu können und trotzdem hergeben würde, die Räder auch draufstecken zu können und das Auto wenigstens im Mund tiefer zu bekommen, wäre das geil. Mhm. Das heißt, dann hast du quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das weiß ich auch nicht, ob das funktioniert, weil ich weiß nicht, wie viel Mindestdruck wir hier drinnen fahren müssen und auf welcher Höhe. So, und noch geiler wäre es natürlich, wenn du dann die Stelle drauf hast und das Auto trotz der Stelle so ein Stückchen ablegen könntest. Das wäre geil. Weißt du? Mhm. Dass du sagst, okay, du hast jetzt die Stelle und könntest das Auto aber trotzdem, was ist ich, also dass die ersten Stollen im... Das wäre fett. Also ein totaler Stilbruch eigentlich, aber was, denke ich mal, total cool kommen würde. Das ist das Ziel. Gibt es da denn einen TÜV auf die Felgen nochmal? Ja, ja, die sind komplett mit Gutachten. Ach so. Ja, ja. Die Jungs hier, die Dinger machen hier, diese Timonoshu Project, das ist quasi noch eine Unterfirma von der Firma Daimann. Die machen die Räder und das Gutachten ist mit dabei. Also ohne Bus Problem, so richtig vom Bus. Also auch, so? auch als dieses Fitment. Mit den Reifen und alles Mögliche. Das haben auch schon viele gebaut. Früher gab es dann, es gibt ja auch noch diese Höherlegungsfedern für die Autos, diese Bierstein-Fahrwerke statisch, wo du die hochnehmen kannst. Mhm. Na, so bauen die in unterschiedlichen Etappen. Ist ja geil. Ja, und jetzt ist eben halt, wie gesagt, das Ziel, das ist eben halt die Voraussetzung, weil ich denke mal, das Auto wird bestimmt am Ende des Tages, ich will jetzt nicht falsches sagen, hier stehen. So viel, ja? Ja. Boah. Wenn nicht sogar noch höher. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, wir kennen es ja von den Luftfahrwerken, normalerweise ist doch bei Luftfahrwerken so, wenn du das Auto mit zu viel Druck hochpumpst, dass es natürlich schweinehart wird. Hart wird, genau. Das heißt, die werden sicherlich da auch irgendwo eine Reserve gelassen haben, dass es sicherlich nicht so ist. Mhm. Weil du baust ja kein Luft-Offroad-Fahrwerk rein, wenn du nicht Luft-Offroad fahren kannst. Ja. So, das heißt, wenn ich da jetzt, keine Ahnung, mein Bauern den Ball reinnagle oder was weiß ich wie viel, müsste es ja theoretischerweise relativ straff und hoppelig werden. Mhm. Das ist auch so eine Sache, da bin ich auch gespannt. Weil wenn man auf normal, ich sag mal, wenn man normales Auto auf eine normale Luft bauen, wie wir es jetzt bei unseren anderen Bus haben, ist ja überall das gleiche, fährst du so im Schnitt, je nach Fahrstufe, 3,5-4 Bar vorne und hinten irgendwas um die 5-6 Bar. Je nachdem, ob Anhängerbetrieb. Ja. Ich glaube, unseren T5 fahren wir vorne auf 3,5 Bar und auf der Hinterachse, wenn wir einen Anhänger dran haben, auf 7 oder 7,5 Bar oder sowas, keine Ahnung. Erste Mal jetzt, dass wir das verbauen. Wir machen das jetzt nicht, weil ich da um den Geld drauf bin, muss ich nochmal dazu sagen. Wir machen das selber einfach nur, weil wir euch das natürlich dann auch anbieten wollen, was ja funktioniert und was ja nicht geht. Und weil wir jetzt gerade wirklich eine enorme Anfrage auf so eine Sachen haben. Ich denke mal auch für Camper vielleicht, die mal irgendwo durch den Busch fahren oder sowas. Genau, die ganzen Campingbusse hier und sowas, alles dafür ist das eigentlich gedacht. Dadurch, dass wir jetzt so ein Auto auch stehen haben, wollten wir es einfach mal testen. Ob das, wie sich das fährt, was das macht, ob das vollkommen cool ist. Oder nicht, wir werden auch wirklich ein Resümee dazu geben, dass wir natürlich uns von der Fahreigenschaft ein bisschen einschränken müssen im Gegenzug. Ach, schon allein durch den Lenkwinkel. Lenkwinkel und wir fahren eine Stelle. Ich denke mal, ich bin auch mal gespannt, wie sich das vom Spritverbrauch. Ja. Sagen wir mal Raptor, ja. Ja. Vom normalen Profil zum Offroad-Profil waren es mal schnell 5-6 Liter gewesen oder sowas mehr.
Also nochmal dazu, wie gesagt, mit der Bitcoin Ultra Low Variante. Wir haben auch schon jetzt mittlerweile mehrere Busse gemacht, wo wir das Fahrwerk reingebaut haben. Die fahren alle super damit rum, wo wir auch das Fitment ähnlich eingestellt haben. Busse haben wir ja bestimmt jetzt schon, ach, keine Ahnung. Stachel Busse, hä? Die 5, die 6. Haben wir bestimmt schon etliche gemacht, wa? Drei. Drei! Mehr als drei, viel mehr als drei, wa? Also wirklich einiges, wa? Busse haben wir wirklich schon. Luft, die Winde, alles, ne? Und das Probe ist jetzt immer super. Wir werden noch fahren damit, mit dem Auto. Ja, definitiv. Ich hoffe, dass das Auto die Woche noch rollt, dass wir vielleicht Donnerstag sogar schon mal eine Probebiege machen können. Donnerstag klingt gut. Das war's Ziel. Na? So was. Das war mal Felgen fahren. Okay. Felgen Offroad fahren? Ja. Tschüss. Hey David. Was machst denn du hier? Ein bisschen rumfilmen. Geil. Und du? Ich muss einen Scheiß machen, Alter, bis du Tacho kriegen, weißt du? Ja. Muss auch für den Chef muss aussehen, dass ich was mache. Hallo Felix. Hey. Hi Bela. Hi Felix. Grüß dich, meiner. Doch, bin da. Komm mal her, mein Kind. Komm mal her. Wo ist denn los? Hä? Was ist denn los, ne? Oh. Ein kleines Kind. Wir sind alle verrückt geworden. So ihr Lieben, wir machen es jetzt mal schnell zwischen Tür und Angel. Ihr seht, wir haben jetzt das Luftfahrwerk verbaut und es ist schweinemäßig hoch. Wir machen jetzt drei Steps, weil wir haben ja wieder keine Zeit. Mhm. Also, das ist jetzt der obere Modus. Das sieht schon krank aus, oder? Das ist mega hoch. Jetzt haben wir das Auto voll ausgefahren. Wir haben auch schon Lenkeinschlag alles getestet, geht problemlos. Also stimmt, macht's. Der hat ja einen Lenkeinschlag, habe ich schon ganz vergessen. Wir haben Lenkeinschlagbegrenzer gemacht, weil sonst die Reifen drin in den Innenradtasche halt anschlagen würden, je nachdem, welche Höhe du fährst. Auf der Höhe, wo wir jetzt sind, alles vollkommen legitim. Das Ding ist jetzt voll ausgefahren. Was mir aufgefallen ist, auf der Höhe, hast du das gesehen, du fährst wenig Druck. Was waren das, 5 Bar oder sowas? 6 Bar. 6 Bar, 5,5 Bar, irgendwas. Ja. Der Plan, den ich vorhatte, dass das Auto natürlich absenkt mit den anderen Rädern, macht es natürlich nicht, weil da fehlt uns... Könnt ihr ja mal kurz zeigen, oder? Wir können es ja mal kurz runterlassen. Also wie gesagt, das ist jetzt quasi Offroad-Modus, kannst durch die Länder hacken, kannst und vor allem, wir können uns schön die Dämpfer auch angucken, wow, wenn wir jetzt hier so mal reinfilmen. Ja, die sind schön groß, ne? Kannst du mal einen kleinen Service machen. Kannst du alles fortmachen. So, Vorteil natürlich bei dem Fahrwerk ist, ich meine, die meisten machen ja so Fahrwerk rein, nicht nur wegen der Optik, sondern auch damit es brauchbar ist. Gelände, so was hast du, weil wenn du einen Bus hochlegst, du kommst in kein Parkhaus mehr rein. Ja. Weißt du? Mhm. Wenn du das Auto hochlegst und alles draufbaust, kommst du, wenn du irgendwo in Italien unterwegs bist, Parkhaus kannst du vergessen. Ja. Wir können jetzt das Auto quasi komplett ablassen. Ich mach das jetzt einfach mal. Ja? Wir hauen das Ding mal voll auf die Dusche. Vor allem, wie lange das dauert, der da unten ist, warum im Vergleich zu jetzt anderen... Wir haben nur 6er Leitungen drin. Achso. Ich mag das immer nicht, wenn die Dinger so pam. Achso, abfliegen. Das macht einen Unterschied, was man da für Leitung reinmacht. Macht auch einen Unterschied. Genau, okay. Wenn da hoch runter geht. So, jetzt haben wir auf Nullstufe stehen. Nullbar, rollbar, lenkbar, abgelegt. Ja. Ne? So, das einzige Prozedere ist, das Fahrwerk ist ja grundsätzlich der gleiche Aufbau wie bei den ganzen Luftbussen, die wir schon gebaut haben. Bloß, dass in dem Fall der Balk hinten länger ist, der Dämpfer länger ist und vorne genau das gleiche Spiel. Mhm. Natürlich, umso mehr Hub du hast beim Auto, umso weniger geht er natürlich nach unten. Ich hatte jetzt natürlich gehofft,
Wir standen, obwohl. Ja, eigentlich. Wir standen vorher mit der 20 Zoll Felge. Das müsste man testen. Ich glaube, wir müssen die 20er mal einfach mal draufstecken und zu so gucken, wie der steht. Mhm. Wir waren natürlich tiefer gewesen. Also es sind ungefähr, also ja. Hier werden wir gestanden haben mit einem Gewindefahrwerk des Tages. Ich hätte mir natürlich noch erträumt, dass das vielleicht auch ein kleines Stückchen weiter runter geht. Aber das ja, wobei mit der Grobstelle sieht das so schon ziemlich krass aus, finde ich, wenn der so unten ist. Wenn er liegt, ja? Ja. Ja, und du bist safe, ne? Da guck mal, die Stollen, die gucken ja schon fast im Radkasten drin. Aber du könntest jetzt, wie gesagt, wenn du jetzt in eine Parkhaus manövrieren wolltest. Ja, das geht auf jeden Fall. Wir können das ja mal probieren, warte mal. Ja. Wir fahren jetzt im R-Down-Zustand. Der R-Down-Zustand ist natürlich nicht dafür, jetzt mit 150 über die Straße zu jallern. Aber wir könnten jetzt theoretischerweise in den R-Down-Zustand in ein Parkhaus reinfahren oder auch mal irgendwo rumkurbeln. Das funktioniert. Wir haben ja wieder das R-Lift-System und können jetzt wieder drei Fahrstufen programmieren. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt die eine Fahrstufe genommen. Ich mache die mal rein. Mach mal rein. Na, die ich so als Alltagsmodus nehme. Ja. Da sollte der jetzt eigentlich nicht übermäßig hoch sein. Nee, ist genau richtig so. Steht noch gut da, ne? So. Aber so ist ja auch schon höher als serienmäßig, oder? Als ich denke, ja, na klar, weil das Ding ist eben halt, wir brauchen ja irgendwo die Kapazitäten, dass das Ding fährt. Ein bisschen Druck muss man ja fahren. Das heißt, du wirst das Auto nie extrem sportlich Tiefmodus fahren. Du fährst relativ hoch, trotzdem sieht es mit der Stelle noch cool aus. Und dann habe ich auf die 3, sag ich mal, den Offroad-Modus gelegt gehabt, wo er sich jetzt nochmal aushebt. Ich blase ihn aber jetzt nicht komplett auf. Wir haben dann immer noch ein halbes Bar, weil sonst wird es, glaube ich, zu hart. So. Und das ist jetzt bei mir jetzt der Offroad. Also noch nicht ganz. Warte mal, ein bisschen kommt noch. Boah, wie hoch das geht, wenn ich hier so anlehne an der Tür? So würde ich ihn jetzt als Hochfahrmodus nehmen. Das kommt schon anders. Ey, pass auf, hopf mal rein und dreh mal eine Runde und guck mal, was das Ding macht. Wir haben nämlich heute ein bisschen Feuer frei hier, weil... Einen Tag vor Abreise, Ultrace. So, jetzt fahren wir komplett Offroad-Modus. Also wirklich sehr, sehr viel Luft drin, kannst du eigentlich gar nicht sagen. Und wie viel Druck haben wir denn jetzt beim Offroad-Modus? Wir fahren jetzt, ich habe jetzt hinterlegt, 5,1 Bar vorne und 4,2 Bar hinten. Das fährt das normalerweise. Ja, als normale Fahrstufe. Du merkst auch keine Welle und nichts. Ne? Das ist wirklich geil. Also ob das jetzt das Street-Performance-Fahrrad Nummer 1 ist, würde ich jetzt beschreien nicht. Aber so... Aber so muss ich sagen, klar, die Stelle merkst du halt. Volles Ding. Ja. Aber wir bringen jetzt das Auto gleich zur Vermessung zu Martin rüber, dass das Ding noch gerade steht. Ja. Abrollgeräusche hörst du, aber es geht noch. Ne? Also noch, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es bei 120 ist. Da wird es wahrscheinlich lauter, aber gut, das weiß man ja vorher, wenn man sich sowas drauf macht. Also ich sag mal so, das ist eine coole Sache, weil das Auto geht mordsmäßig hoch. Und wirklich. Ich finde, der Style, der passt irgendwie dazu. Das ist mal was komplett anderes. Dann würde ich jetzt aber auch noch so einen Dachträger draufklimpern und hinten so ein ganzes LED oder sowas. Noch keine Ahnung, also wirklich dann richtig auf Offroad. Ja. Ja, oder so auf richtig Camper, so Wildnis-Camper. Naja, ich bin zwar nicht der Camper, ich bevorzuge das Hotel, aber. Oder hier so ein fettes Riesenzelt oben drauf bauen. Nein, das will ich nicht. Nein, niemals. Okay. Um Gottes Willen. Also so ein Ding da drauf, so ein Metallträger drauf oder sowas für die Optik. Ja. Ja, so ein paar Spielereien können wir machen. Haben ja auch schon viele gebaut. Und es haben ja auch schon viele Busse höher gelegt. Aber meistens halt nicht mit Luft, sondern mit den statischen Fahrwerken. Mhm. So, pass auf, jetzt will ich einfach mal gucken. Auch vom Komfort ist das voll in Ordnung. Vom Komfort ist voll geil, ne? Dafür, dass wir jetzt so hochfahren. Ich gehe jetzt mal auf den Fahrmodus, den wir eben noch mal drin hatten. Das machen wir natürlich noch schön, da kommen wir auch Halterung dran und sowas alles. Warte mal drauf, dass er schleift. Ja. Aber nix, ne? Boah, jetzt ist es noch komfortabler. Jetzt? Total geil, oder? Kommt jetzt eh gleich schlechte Straße. Magst nichts, ne? Überhaupt nicht. Geht sich natürlich die Reifen auf den Spritverbrauch ausüben, das kann ich euch nicht sagen. Ich denke, das wird ein bisschen krasser werden. Aber wir fahren jetzt auf der Fahrstufe, die wir eben schon gezeigt haben. Und da muss ich sagen, ist das eigentlich ziemlich cool. Ja. Oder? Na klar.
wie gesagt, ist Spielerei, kann man machen, muss man nicht machen, aber es gibt, also es ist ein riesengroßer Markt in diesem Offroad-Bereich, gerade da, muss man auch ganz ehrlich sagen dazu. Na, wie cool kommt denn das wirklich, wenn jetzt manche wirklich hier auf Camp, zum Camping fahren mit so einem Teil und du kommst da angerollt mit so fetten Offroad-Stollen und alles sowas? Ja, also wie gesagt, also ich finde, es fährt ihm dann auch gut. Ja. Es fährt wirklich komfortabel. Das Auto ist ja serienmäßig vom Fahrwerk her schon relativ poltrig. Ne? Mhm. Das ist ein Stil, den muss man mögen. Und dem, aber wie gesagt, bei mir muss man auch dazu sagen, mein Bus selber, es ist ja eigentlich mein Bus selber, würde ich immer bevorzugt, fahre ich lieber natürlich auf Straße und tief. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, die Knirche hinten rein und dann ab in Urlaub, dann ist das natürlich geil. Obwohl es auch wirklich cool aussieht. Also wir haben jetzt, hätten wir jetzt nicht zwei Busse, würde ich lieber die Deep variieren, aber wir können sie jederzeit umbauen. Ja. Ja, wenn die Steuerung einmal drin ist, die Dämpfer mal auszutauschen und sowas, das ist jetzt lange. Aber ich muss sagen, aktuell bin ich positiv überrascht. Und es kann natürlich schon sein, dass wir morgen die nächste größere Tour mit dem Auto machen. Mit oder was? Kann sein, dass wir mit denen zum Ultras fahren, das weiß ich auch noch nicht. Aber cool wäre es auf jeden Fall. Mhm. Ja. Wir haben jetzt hinten zwei Tanks verbaut, die brauchst du auch. Also wir haben, wo ursprünglich das Ersatzrad war, haben wir einen Halter. Da, sind dann, da ist dann die Steuerung, Kompressor und sowas drauf. Das haben wir schon mal im Video sogar gezeigt. Das haben wir schon mal grob gezeigt gehabt. Unterm Sitz haben wir die Steuereinheit quasi drunter. Wir fahren jetzt auf der Airlift wieder, haben wir ja schon gezeigt gehabt. Mhm. Aber bei dem Fahrrad brauchst du auch effektiv wirklich diesen Druck. Also du hast ja gerade gesehen, dass auch selbst mit den zwei Tanks, dass wir da schon irgendwann an die Grenze kommen. Ne? Ja. Wenn jetzt komplett den Hub nach oben machen willst. Genau. Also wenn du jetzt überlegst, dass wir fahren jetzt, das ist ja ein Witz, ne? Wir fahren jetzt auf dem Auto auf der Vorderachse 2,8 Bar. Ne? 2,8. Ne? Das ist nicht viel. Nee. Ne? Wir werden nicht mehr beim Laufen halten, wenn ihr Fragen habt, klingelt einfach mal durch. Ja. Jetzt kommt der Born. Jetzt kommt oder vielleicht kam, oder kam er schon. Nee, der kommt jetzt, oder? Ey, du machst das ja eh, wie du willst. Also, ja, aber das immer, dann ist dieser Überraschungsmoment vorbei, weißt du? Wenn wir, jetzt haben wir das Auto schon gesehen und jetzt kommt zum Schluss. Ja, mal gucken. Ja, pass auf. Bela macht das schon so, wie er es machen will. Ja. Also irgendwas habt ihr jetzt schon vorhin gesehen oder vorhin kommt jetzt. Wir werden sicherlich demnächst nochmal ein Video dazu machen, wenn wir das Ding nochmal im Alltag wirklich getestet haben. Aktuell und vor allem vielleicht mal wirklich wegen Verbrauch gucken, mal jetzt mit der Zeit. Ich weiß gar nicht, was er damals verbraucht hat, ey, ohne Scheiß. Ja. Ich glaube, wir hatten den immer so auf 8 bis 10 Litern gefahren. Muss man testen. Ja. Die Leute klotzen trotzdem auch auf den Stil hier. Ja. Ich find's na, cool. Vor allem die Felgen schon alleine. Wann siehst du mal solche Felgen offen? Selten, ne? Aber wie gesagt, ich habe jetzt schon echt viele Busse von die ich oder Busfahrer, die ich kenne, die auf diesen Offroad-Stil gerade wirklich festgehen. Also die auch Bock auf sowas haben. Es wird auf jeden Fall welche geben, die sowas auch wahrscheinlich. Na, hundertprozentig. Besser geht's ja gar nicht. Ne? Also einer, der wirklich campen, dies, das, jenes macht, angeln, was weiß ich nicht alles. Hammer. Du kannst das Ding runterlegen, dass du vernünftig reinkommst, in der Kiste pennen kannst. Und sieht trotzdem noch cool aus. Sieht cool aus. Und wenn du deinen hässlichen Feldweg da fahren willst, pumpst das Ding hoch, Feuer frei. Genau. Na? Ist mal ein Spielen. Schreibt eure Meinung drunter, was er dazu sagt. Und also ich meine, dass wir Busse tiefer legen können, das wisst ihr ja. Mhm. Haben wir schon mehr als genug gezeigt. Dass wir sie jetzt höher legen können, habt ihr jetzt auch gesehen. Ansonsten, tschüss.